Guten Abend zu Odysseus. Es ist eine Horrorvorstellung, wie aus einem Albtraum. Stellen Sie sich mal vor, über Sie wird ein psychiatrisches Gutachten erstellt und das kommt zum Ergebnis, Sie müssen auf unbestimmte Zeit in eine forensische Klinik, hinter Mauern und Stacheldraht. Ziemlich unrealistisch, dass sowas passiert. Das dachte auch Ilona Haselbauer und ließ sich begutachten. Ich hatte das Gefühl, das ist ein Gutachten von einem anderen Menschen oder für einen anderen Menschen. Das betrifft mich nicht, das bin ich nicht. Ja, alle haben gesagt, halt dich ruhig, du bist in 4 Monaten wieder frei. Und dann sind es 7 Jahre draußen. Querulatorische Persönlichkeitsstörung. Zu diesem Schluss kam ein Gutachter bei Ilona Haselbauer, nachdem sie ihre Nachbarin angeblich mit einem Einkaufswagen verletzt haben soll. Man müsse weiter mit gefährlichen Straftaten von ihr rechnen. Eine anmaßende und auch recht schwer zu belegende Behauptung. Aber wenn ein Gutachter sowas schreibt, bleibt es nicht ohne Folgen. Der Richter entschied, dass Frau Haselbauer in eine forensische Klinik muss. Offenbar kein Einzelfall. Immer wieder werden Menschen von Gutachtern, ohne lange zu zögern, als schuldunfähig oder vermindert schuldfähig eingestuft. Auch bei Bagatelldelikten. Wohl wissend, dass das häufig viele Jahre im Maßregelvollzug bedeuten kann. Der Vierwaldstätter See bei Luzern. Hier lebt ein Mann, der aus Deutschland in die Schweiz geflohen ist. Geflohen vor einem Psychiater und seinem Gutachten. Er hat sein florierendes Teppichgeschäft in München aufgegeben und hier praktisch bei Null angefangen. Eberhard Herrmann. Mittlerweile ist er erfolgreicher denn je. Gerettet hat ihn letztendlich sein Jurastudium. Ich hatte in meiner vormundschaftsgerichtlichen Ausbildung während der Referendarzeit und schon während eines Praktikums in der Studienzeit gesehen, dass in Vormundschaftsgerichten nach Aktenlage geurteilt wird und Leute per Federstrich in der Psychiatrie, in der geschlossenen Abteilung landen können. Und das kam mir in dem Moment, als ich bei Professor Möller mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass ich geisteskrank sei und dass er das Gutachten geliefert hatte. Wenn es um Teppiche geht, ist Eberhard Herrmann ein gefragter Fachmann. Interessenten aus aller Welt kommen zu ihm. An diesem Nachmittag eine Kundin aus Russland. Da sehen Sie dann eben, wie diese Wolkenbänder dann in verschiedenen Formen gezogen werden können. Und dahinter steckt immer noch diese Grundform einer Wellenlinie. Eberhard Herrmann kann sich in seine Teppichwelten regelrecht hineinsteigern. Ein renommierter Psychiatrieprofessor hatte Eberhard Herrmann damals, vor 20 Jahren, bei einem Verkaufsgespräch wie diesem beobachtet, sollte ihn begutachten. Auftraggeberin des Gutachtens ist übrigens Herrmanns Frau. Der Professor schreibt, Eberhard Herrmann ist ein Maniker. Begründet wird das unter anderem mit Selbstüberschätzung und eigenartiger Argumentation. Sowie absurden finanziellen Ausgaben. Der Lauf der Himmelskörper. Eine Stellungnahme wollte der Gutachter dazu nicht geben. Ein Gutachten und seine Folgen. Das war ein Lernprozess. Rückblick: 1994. Eberhard Herrmann ist sich sicher, seine Freiheit ist in Gefahr. Er packt einige seiner wertvollsten Teppiche und verlässt Deutschland in einer Nacht- und Nebelaktion in Richtung Schweiz. Eberhard Herrmann vermutet, seine Frau wolle ihn loswerden. War sie es doch, die dieses Gutachten in Auftrag gegeben hatte? Das alles klingt wie aus einem schlechten Film. Und selbst viele Freunde konnten seine überstürzte Flucht damals nicht verstehen. Und nachträglich kann man ja sagen, es ist ja jeder Menge anderer Leute genauso gegangen. Die haben bloß nicht so schnell reagiert. Ich brauche bloß auf den berühmten Fall Mollat verweisen, der genau diesen Schritt nicht gemacht hat und dann eben für vorgehaltene Straftaten, die er nie begangen hat, meiner Meinung nach, 7 Jahre in einer Bezirksanstalt saß. Vor den möglichen Folgen eines Gutachtens ins Ausland fliehen, das kann doch nicht die Lösung sein. Professorin Ursula Gresser kennt sich aus mit dieser komplexen Thematik. Sie hat heute hier in Heidelberg bei einer Tagung über ihre Studie zur Unabhängigkeit von Gutachtern referiert. Gresser findet den Schritt von Eberhard Herrmann nachvollziehbar.
Das ist ganz, ganz schwierig. Wenn Sie in dem Moment, wo Sie irgendetwas erreichen wollen, müssen Sie sich begutachten lassen. Aber dass das Vertrauen in die psychiatrischen und auch in die psychologischen Gutachter massiv erschüttert worden ist, zum Beispiel durch die Fälle vom Horst Arnold, der angeblich ein Vergewaltiger war, das hat kein Gutachter gemerkt, dass es nicht stimmt, den Fall Mollat, den Fall Kachelmann, den Fall Andreas Türk, den Fall auch von Herrn Herrmann, der ja besonders krass ist, weil hier ja jemand mit höchster Kompetenz, der Leiter einer psychiatrischen Universitätsklinik, diese Begutachtung gemacht hat, ob man raten kann, ja, irgendwie versuchen, nicht in die Situation zu kommen, wo man ein Gutachten machen muss, wenn es irgendwie geht, sich vorher einigen. Aber warum ist das Risiko einer Fehlbegutachtung durch einen Psychiater so groß? Bezirksklinikum Mainkofen. Chefarzt ist Hans Simmerl. Er brachte die Wende im vielbeachteten Fall Mollat. Zahlreiche renommierte Psychiater hielten Gustl Mollat für verrückt und gefährlich, Simmerl nicht. Einen Menschen zu begutachten, das ist keine Schwarz-Weiß-Angelegenheit. Viele Gutachten lesen sich aber so. Das macht sie fragwürdig. Es gibt Fälle, da ist es außerordentlich schwierig. Und wenn es außerordentlich schwierig ist, dann versuche ich auch, in meinen Gutachten das so darzulegen. Das heißt, ich stelle dann demjenigen, der wirklich entscheiden muss, nämlich dem Richter, die Situation möglichst so dar, wie ich sie erlebe, wie ich sie sehe und dass er sozusagen auch mein Dilemma erkennen kann. Aber mehr als das wirklich so gründlich man kann zu machen, und sich zum einen für den Menschen, den man begutachtet, zu interessieren und zum anderen sich an die wissenschaftlich vorgegebenen Kriterien zu halten, kann man, glaube ich, nicht machen. Das tun viele aber nicht. Wie auch der Fall Ilona Haselbauer zeigt. Die Sozialpädagogin aus Passau war wegen Streitigkeiten mit einer Nachbarin vor Gericht gelandet. Ilona Haselbauer war schon mal wegen Beleidigung angezeigt worden und verhielt sich auch im Prozess teilweise unangepasst, provokant. Der Richter forderte ein psychiatrisches Gutachten. Kein Problem, ich bin ja gesund, dachte Ilona Haselbauer. Ich hatte das Gefühl, das ist ein Gutachten von einem anderen Menschen oder für einen anderen Menschen. Das betrifft mich nicht, das bin ich nicht. Im Gutachten hieß es dann querulatorische Persönlichkeitsstörung. Aus welchen Äußerungen von mir hat der Gutachter das diagnostiziert? Im Gutachten heißt es, es ist Frau H. nicht möglich, die aus der psychiatrischen Störung resultierende Eigen- und Fremdgefährdung zu erkennen. Konsequenz? 7 Jahre Forensik. Angezeigt worden war sie wegen eines Bagatelldelikts. Rückblick 2007. Ilona Haselbauer geht einkaufen wie so oft. Nur diesmal trifft sie ihre Hausmeisterin. Mit ihr liegt sie schon länger im Clinch. Glaubt man der Hausmeisterin, dann hat Ilona Haselbauer sie mit einem Einkaufswagen angefahren und in ein Regal gestoßen. Ilona Haselbauer bestreitet das. Es gibt keine Zeugen. Trotzdem, für den Richter ist sie schuldig. Und der Gutachter diagnostiziert bei ihr wahnhafte Züge. Ein Fall für die Psychiatrie. Ich glaube, dass Gutachter gerne das Schreiben, was die Richter von ihnen erwarten, weil sie dann wieder neue Aufträge bekommen. Also wenn die das Gegenteil schreiben, dann kriegen die keine Aufträge für neue Gutachten mehr. Sie sind die Gehilfen des Richters, so heißt es im Gesetz. Die Rede ist von medizinischen, psychologischen oder auch psychiatrischen Gutachtern, auf die sich ja die Gerichte häufig verlassen. Vor allem dann, wenn es um die schwierige Frage geht, was geht eigentlich im Kopf eines Straftäters vor? Aber spätestens seit dem Fall Mollat haben die Vorbehalte gegen die vom Gericht bestellte Gutachten zugenommen. Es gibt sogar wissenschaftliche Belege dafür, dass Gutachter nicht immer ergebnisoffen prüfen, sondern von vornherein wissen, was bei ihrem Gutachten rauskommen soll, weil ihnen das Gericht einen Wink gegeben hat. Genauso bedenklich ist es, dass manche Psychiater offenbar Gutachten erstellen, ohne den Betroffenen oder die Betroffene persönlich zu untersuchen. Und außerdem gibt es sogar den schwerwiegenden Vorwurf, dass längst nicht alle Gutachter die erforderliche Qualifikation für ihren Job aufweisen. Kann das wirklich sein? Wir haben mal nachgefragt, wie wird man denn Gutachter bei Gericht? Wer Gerichtsgutachter wird, entscheiden Richter. Beide tragen sehr große Verantwortung, denn ihre Auswahl und das Gutachten bedeuten für ihre Probanden Freiheit,
Haft- oder Maßregelvollzug. Die Frage, wann Gutachter unabhängig sind, ist eine gute Frage im Allgemeinen oder ganz überwiegend nie. Das sieht die Richterin Andrea Tietz am Oberlandesgericht München anders. Tietz ist auch stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Richterbundes. Nach welchen Kriterien wählen Richter Gutachter aus? Der Richter wird immer die Sachkunde in Ansatz bringen. Also wie erfahren ist der Sachverständige? Ist er bereits vielleicht aus anderen Gerichtsverfahren, aus anderen Gutachtenserstattungen bekannt als ein erfahrener Sachverständiger und ein zuverlässiger Sachverständiger? Aber auch der Zeitfaktor spielt eine wesentliche Rolle. Wie fast alle psychiatrischen Gutachter wurde Hanna Ziegert 13 Jahre ausgebildet. Sie arbeitet als niedergelassene Psychiaterin und Psychotherapeutin. Wichtigste Voraussetzung für ein gutes Gutachten ist für sie das Gespräch. Insgesamt bleibt entscheidend, wie weit gelingt es mir, Menschen zu öffnen und eine bestimmte Nähe zum Menschen herstellen zu können, damit ich wichtige, für die Justiz wichtige Fragen beantworten kann oder glaube, beantworten zu können. Die Klinik für Psychiatrie der LMU München. Hier leitet Norbert Nedopil die Abteilung für forensische Psychiatrie. Seit vielen Jahren bildet er psychiatrische Gutachter aus und zählt selbst zu den Besten in Deutschland. Welche Frage muss ein gutes Gutachten beantworten? Liegt eine psychische Krankheit oder Störung vor? Und wirkt sie sich auf das Rechtsgeschäft aus, was dieser Mensch gerade gemacht hat? Also er hat ein Verbrechen gemacht, wirkt es sich darauf aus, dass er schuldfähig ist oder nicht? Das zu beantworten kann kompliziert sein. Ist der Proband schuldfähig, kann dies Haft bedeuten. Sonst droht die Einweisung in den Maßregelvollzug. Ein Gutachten wirkt sich oft auf das gesamte Leben aus. Wie schätzt er die Qualität der psychiatrischen Gutachten ein? Wirklich ganz schlechte Gutachten gibt es relativ selten, aber es gibt viele Gutachten, die Fragen offen lassen, die nicht klar genug sind, die ja auch manchmal Voreingenommenheiten zeigen, die es nicht geben sollte. Aber ich würde sagen, das sind weniger als 40%, weniger als 30%, würde ich mal so sagen. Also, und der Rest ist so nach meinem Dafürhalten gut bis akzeptabel. 30% zeigen Mängel? Das gefährdet die Gleichheit vor dem Gesetz. Doch warum ist das so? Zu großer Zeitdruck, unzureichende Kompetenz. Und dann würde ich mal sagen, gibt es auch Gutachten, die deswegen schlecht sind, weil sich ein Gutachter im Grunde nicht ausreichend anstrengend, das muss man schon sagen. Also er denkt, das kann ich sozusagen mit links machen. Dabei übersieht er aber etwas, was gar nicht mehr links ist, sondern was schon größere Anstrengungen bedarf. Also das sind die Hauptgründe. Und man muss sagen, dass bedauerlicherweise zum Teil jedenfalls Gerichte auf andere Sachen Wert legen als auf Qualität des Gutachtens, zum Beispiel auf Geschwindigkeit. Hanna Ziegert sieht das Hauptproblem der oft zu engen Zusammenarbeit von Richtern und Gutachtern. Dann sind manche Gutachter, ob das bewusst läuft oder unbewusst, natürlich in ihrem Interesse weiter beauftragt zu werden, bereit, irgendwo dem Wunsch des Auftraggebers zu entsprechen. Nachdem wir immer noch nicht unabhängige Behörden haben, die Gutachten verteilen, ist das eine Krux und stellt das ein Problem dar. Und das ist eine ganz unheilige Allianz zwischen Psychiatrie und Justiz. Und es gibt aber kein Interesse daran, diese unheilige Allianz aufzulösen. Wirken Richter auf Gutachter ein? Andrea Tietz sieht hier kein Problem. Es bleibt aber dabei, dass der Richter unbefangen und unvoreingenommen in eine Gerichtsverhandlung hineingeht, ja kein eigenes Interesse an dem Ausgang des Verfahrens in die eine oder andere Richtung hat und deswegen auch das Problem von Tendenzgutachten aus unserer Sicht nicht besonders relevant ist. Ich bin der Meinung, dass das Auswahlsystem natürlich verändert werden müsste, in dem Sinne, als man psychiatrische Gutachter und Justiz unabhängig voneinander macht
und es nicht mehr die Beauftragung, die persönliche Beauftragung gibt, sondern eine unabhängige Behörde, die die Gutachten zuweist und die dafür sorgt, dass nicht über die Zuweisung des Begutachtungsauftrages ein bestimmtes Ergebnis vorbestimmt wird. Offenbar eine berechtigte Forderung. Denn jeder Beklagte verdient eine unabhängige Behandlung der Justiz. Die alte Angst vor der Zwangsjacke. Sie lebt. Vor allem durch den prominenten Fall Mollat. In die Psychiatrie kann jeder schnell reingeraten, aber man kommt eben nur schwer wieder raus. Und in der Zwischenzeit tun Psychopharmaka das ihre. Die Geschichte des Gustl Mollat lässt die Justiz und die Psychiatrie jedenfalls in einem eher düsteren Licht erscheinen. Ein bedauerlicher Einzelfall, sagen die einen. Die anderen sagen, genau das ist typisch für den Umgang mit widerspenstigen Renitenten und psychisch auffälligen Menschen. Wir kommen jetzt zurück zu unserer Reportage und gucken uns einen weiteren Fall an, der zeigt, dass die Zwangseinweisung in den Maßregelvollzug häufiger verlängert als aufgehoben wird. Nico, 32, aus Neuwied. 14 Jahre war er weggesperrt, fast so lange wie ein Mörder. Jahr für Jahr winkte der Richter die Stellungnahmen der Gutachter durch, so Nico. Irgendwann ist mein Richter in Rente gegangen und hatte wohl Erbarmen, vermutet er. Nico hat in der Klinik verlernt, anderen zu vertrauen. Er ist kontaktscheu, einsam, zurückgezogen, lebt mit einer Katze und zwei Meerschweinchen. Das ist halt was, ja, was Lebendes. Gibt mir halt Halt manchmal, ne? Die hat auch Zuwendung brauchen. Als Zweijähriger kommt Nico in eine Pflegefamilie. Nichts hören, nichts sehen. Er hat halt damals auch ADHS gehabt, ne? Und ja. Rückblick. Während seiner Pubertät kommt es zu Zwischenfällen. Mit 13 wird er übergriffig. Es kommt einige Male vor, dass er Kinder fesselt, aber er lässt sie auch schnell wieder frei, ohne sie zu verletzen. Nie passiert etwas wirklich Schlimmes. Hilfe! Seine Pflegemutter jedoch fürchtet, das könnte außer Kontrolle geraten. Sie stimmt zu, dass Nico für kurze Zeit in die Jugendpsychiatrie kommt. Es werden 4 Jahre. Und als Volljähriger kommt er von dort per Gutachten in die Forensik. Für weitere 10 Jahre. Was es da zu sehen gibt. Die Pflegemutter machtlos. In der Forensik, da leben sie von Jahr zu Jahr und denken, ja, jetzt, der Gutachten muss gut ausfallen. Es ist nichts gelaufen, er hat sich toll gehalten und alles, das ist super. Er kommt raus, man versucht ihn immer mal wieder zu motivieren, halt durch. Und dann kommt die niederschmetternde Nachricht, nein, es geht weiter. Das ist also schlimm und macht einen wirklich wütend, ist überhaupt kein Ausdruck. Diese Machtlosigkeit, diese Enttäuschung und alles, dieser Zweifel an der Gerechtigkeit. Ne? Da können sie tun, was sie wollen. Das interessiert keinen. Sie sind psychisch krank, sie sind ja nicht fähig, ihre Krankheit zu sehen. Und das ist ein Grund für Richter, ihre Argumente erst gar nicht zuzulassen. Christiane R., die Pflegemutter, wollte eigentlich nur helfen. Damals habe ich ihm halt gesagt, das sind andere, die ebenfalls Probleme haben und da wird dir geholfen. Aber im Endeffekt habe ich mich nachher regelrecht als Verräterin gesehen. Ich dachte, du hast den dahin gebracht, ohne die Weitsicht zu haben, wie lang geht das Spiel und wie geht das Spiel. Du wurdest je nachdem sediert, am Bett fixiert, bis zu einer Woche. Du warst bis zu 4, 6 Wochen in dem Raum vollkommen isoliert. Wenn du in den Betonhof musstest, ging das nur an Hand- und Fußfesseln. Das ist unmenschlich. Und wenn man überlegt, das sollte man doch meinen, das gäbe es heute nicht mehr. Das sind Erzählungen aus längst vergangenen Zeiten. So etwas gab es vielleicht früher mal. Kerkerhaft ist das. Ne? Vor allem diese absolute Isolation. Das Schlimme ist, das bricht dich auch irgendwann. Das ist. Und wenn eine solche Begutachtung nochmal auf ihn zukäme? Könntest du dich anders verhalten? Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe ins Ausland oder spring mich um. Oh, das ist heftig.
Durch fragwürdige Gutachten werden Menschenleben zerstört. Wer kontrolliert die Gutachter? Denn falsche Gutachten sind nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel, so scheint es. Die Studie dieses Wissenschaftlers von der Ruhr-Universität Bochum legt das zumindest nahe. Gutachter sollten bei 121 Straftätern, die vor der Entlassung standen, eine Gefahrenprognose erstellen. Michael Alex hat diese Täter nach der Entlassung 6 Jahre lang beobachtet. Also die Gutachter hatten in all diesen Fällen, 121 Fällen, prognostiziert, dass diese Gefangenen nicht entlassen werden dürften, weil eine erhebliche Gefahr bestände, dass die schwerste Delikte begehen. Und von diesen 121 haben 19 schwerste Delikte begangen. Das sind 15,7%. Die übrigen 85% haben gar keine oder eher Bagatelldelikte begangen und fallen somit auch unter die Ziffer, wo die Gutachter falsch gelegen haben mit ihrer Prognose. Also in 85% unserer Fälle lagen die Gutachter mit ihrer Prognose falsch. Wenn ich unsere Untersuchung angucke, dann ist der Münzwurf sicherer. Der hat immerhin eine 50-50-Chance und hier ist eine 15-85-prozentige Wahrscheinlichkeit. Also da ist der Münzwurf das fairere Verfahren. Wenn Sie ein Gutachten lesen, finden Sie ganz viel, welche Störung da alles vorliegt und was alles nicht geklappt hat in der Vergangenheit. Und es steht sehr wenig da drin, was alles geklappt hat in der Vergangenheit. Diesen Eindruck hat auch Nico. Er sei anfangs sehr kooperativ gewesen, weil er dachte, so schnell herauszukommen. Aussichtslos. Als er das merkte, begann er zu rebellieren. Und so wurden es 14 Jahre. Verlorenes Leben. Nico will sich wehren, will Schmerzensgeld und Schadensersatz. Nahezu chancenlos. Bitte schön, wenn Sie Platz nehmen wollen. Termin bei Gabriele Steck-Bromme, Anwältin aus Frankfurt. Was kann ich denn für Sie tun? Hier ist natürlich jetzt erstmal nur so ein Querschnitt. Als sie Nikos Gutachten liest, ist sie entsetzt. Er wird als pädophil diagnostiziert, obwohl er selbst noch ein Kind war. Das ist unmöglich, also unmöglich kann man, also mir fehlen die Worte eigentlich, mir fehlen die Worte. Aber so, das ist kein Einzelfall, ja, das muss man wirklich sagen. Also weiß ich warum. Also es gibt jedenfalls jede Menge solcher Gutachter, die das ziemlich sorglos und unsorgfältig bearbeiten und dann entsprechende Bewertungen abgeben. Jedes Jahr, wenn ein Richter verlängert, sie fallen in so eine Ohnmacht rein, nichts tun zu können, dem ganzen System ausgeliefert zu sein. Ja. Ich bin ja nun kein Arzt, aber ich stelle eben fest, dass so circa, sagen wir mal, 50% der eingewiesenen Patienten wohl eine Fehlanweisung darstellen. 50%? Ein individueller Erfahrungswert aus ihrer Arbeit als Anwältin. Okay, tschüss. Bis bald, ja? Tschüss. Fest steht, es gibt zu viele Fehleinweisungen. Wo bleibt ein Gesetz, das so etwas verhindert? Wahrheit wird verzerrt, ja? Und die bekommt man nicht mehr aus diesen Akten raus. Weil sie sind der Betroffene, sie gelten als krank, ihnen glaubt keine Sau. Man ist 24 Stunden hinter Natriumdraht eingesperrt und man existiert nur noch. Es ist in sich nur noch, man existiert. Das klingt bedrückend. Vor allem die Perspektivlosigkeit macht den Betroffenen zu schaffen, denn die Unterbringungsdauer für Zwangseingewiesene ist nicht begrenzt. Die Patienten bleiben so lange, bis von ihnen keine Straftaten mehr zu erwarten sind. Und genau das sollen Gutachter jedes Jahr aufs Neue beurteilen. Darüber hinaus alle 5 Jahre externe Gutachter. Mit dem Ergebnis, dass von 100 Menschen 85 drin bleiben. Sicherheitshalber. Ein Teil davon nur wegen Diebstahls oder schlichter Bagatelldelikte. Ist denn unsere Sicherheit wirklich durch all diese Menschen gravierend gefährdet? Wollen wir Sicherheit um jeden Preis? Oder muss der Rechtsstaat nicht auch für Menschen eine Lösung finden, die wahrscheinlich zu Unrecht im Maßregelvollzug sitzen? Wir haben uns mal angesehen, auf welcher Grundlage Zwangseinweisungen und die Gutachten dafür überhaupt stattfinden.
Für alle, die vielleicht etwas anders sind als der Durchschnittsdeutsche, könnte dieser kleine Überblick relevant werden. Denn entmündigt und weggesperrt zu werden, geht unter Umständen schneller, als man denkt. Zwangseinweisung. Dreh- und Angelpunkt für eine solche Zwangseinweisung ist immer das psychiatrische Gutachten. Du. Ich. Das Gutachten muss sowohl eine psychische Erkrankung als auch eine Gefährdung nahelegen, aber der Reihe nach. In Deutschland gibt es drei juristische Wege, die in die Zwangsunterbringung führen. Leicht nachvollziehbar ist der strafrechtliche Weg über § 63. Bedingung: Die Straftat hat bereits stattgefunden. Ist der Täter laut Gutachter psychisch krank, wird er dadurch schuldunfähig. Er wandert deshalb statt in den Strafvollzug in den Maßregelvollzug unter psychiatrischer Obhut. Sehr häufig sind Straftäter auch durch Alkohol- oder Drogenabhängigkeit schuldunfähig. In diesen Fällen bedeutet Zwangseinweisung dann faktisch Zwangsentzug. Selbst wenn noch nichts passiert ist. Zwangseinweisung. Auch wenn eine Person als Gefährdung der öffentlichen Sicherheit wahrgenommen wird, kann es zu einer Zwangseinweisung kommen. Solche Fälle werden dann anhand der Landesgesetze für psychisch Kranke entschieden. Und zwar wie bei jeder Zwangsunterbringung durch einen Richter. Er urteilt dabei auf Basis des Gutachtens und befragt Angehörige, dem Betroffenen selbst, hat auch nur Spaß, oder gesetzliche Vertreter. Also wenn du mich fragst, ne? Das geht nicht. Bei einer Soforteinweisung muss das Richterurteil aber spätestens bis zum Ende des folgenden Tages nachgereicht werden. Aber wann liegt wirklich eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit vor? Oh. Zwangseinweisung. Da gehen die Meinungen oft weit auseinander. Auch die der Gutachter. Sind zum Beispiel öffentliche Nackttänzer gefährlich und psychisch krank? Oder handelt es sich einfach nur um Exzentriker? Ganz klarer Fall. Die Gutachter haben es in der Hand. Da sich sowas aber nicht mit einem Bluttest nachweisen lässt, kann die Diagnose sehr unterschiedlich ausfallen. Der dritte Weg in die Geschlossene führt über das Zivilrecht. Denn viele psychisch Kranke sind bereits entmündigt. Korrekt heißt das übrigens betreut. Kommt es zu gefährlichen Situationen, können ihre Betreuer dann eine Zwangseinweisung beantragen. Hilfe, jetzt kommt mal jemand her. Zwangseinweisung. Ja, Zwangseinweisung. Übrigens, niemand ist vor einer Zwangsunterbringung sicher. Da, pass auf, du mit deinem Telefon. Zwangseinweisung, ich glaub gleich. Denn jeder kann jemand anderen beim Zivilgericht für eine Betreuung vorschlagen, auch gegen dessen Willen. Dadurch rückt die Möglichkeit der Zwangseinweisung ein gutes Stück näher. Viele Wege führen in Deutschland also in die Geschlossene. Grund genug, über eine Patientenverfügung nachzudenken. Mit einer Patientenverfügung kann man eine psychiatrische Untersuchung und Zwangsmaßnahmen zumindest erschweren. Mehr Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage odysseo.de. Wenn ein psychiatrisches Gutachten erstmal vorliegt, dann hat der Richter das letzte Wort. Und dabei lässt sich ein Trend beobachten. Straftäter werden immer häufiger in den Maßregelvollzug eingewiesen. Doppelt so häufig wie noch Anfang der 1990er Jahre. Und sie bleiben dort auch doppelt so lange wie damals, nämlich 7 bis 8 Jahre. Vorausgesetzt, sie entlassen sich nicht selbst. Entwichen. Es war der Super-GAU für die psychiatrische Klinik in Wiesloch. Pannen wie die Flucht des psychisch kranken Taximörders 2011 dürfen sich nicht wiederholen. Chefarzt Christian Oberbauer erlebt, wie der Sicherheitsbereich seiner Klinik seitdem weiter zur Hightech-Burg wird. Sicherheit, das erwartet die Bevölkerung. Und der Arzt, wird er hier zum Gefängnisdirektor? Also Gefängnisdirektor, da will ich mich natürlich verwehren dagegen, denn wir sind explizit kein Gefängnis. Alle Menschen, die zu uns kommen, die sind ja als schuldunfähig oder erheblich schuldgemindert eingeschätzt und haben deswegen Anspruch auf eine Behandlung. Und wir verstehen uns schon als Krankenhaus. Ja, genau.
Rund 50 Patienten sind hier im Sicherheitsbereich der forensischen Psychiatrie untergebracht. Sie haben Straftaten im Kontext ihrer psychischen Erkrankung begangen. Nur jeder Zehnte ist Sexualstraftäter. Meist führte Körperverletzung in einer seelischen Krise zur Einweisung. Das Therapieziel der Besserung macht den Unterschied zum Gefängnis. Hier wird man sozusagen zu seinem Glück gezwungen. Entweder man ändert sich und verbessert sich und kommt irgendwann raus und wird entlassen, oder man macht gar nichts und bleibt halt da oder so. Seit langem steigt die Zahl psychisch kranker Straftäter, die nach dem Maßregel § 63 eingewiesen werden. Um 132% in den alten Bundesländern in 15 Jahren. Sind psychisch Kranke heute also krimineller? Im Gegenteil, sagt der Klinikchef, die Straftaten sind sogar leicht rückläufig. Trotzdem nimmt die gefühlte Sicherheit in der Gesellschaft ab. Und es geht ja an uns, aber auch an den Menschen, die dann noch mitentscheiden, also juristische Stellen zum Beispiel, an denen geht es ja alle nicht vorbei. Und das sind vielleicht alle auch ein Stück vorsichtiger geworden, als das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Vorsichtiger und auch zurückhaltender in Lockerungsentscheidungen oder in dann Entscheidungen, jemanden tatsächlich zu entlassen. Die alternde Gesellschaft in Deutschland wird sicherheitsbedürftiger, Behörden reagieren darauf. Der Boom des Maßregelvollzugs wird aber auch durch den Betten- und Personalabbau in der Allgemeinpsychiatrie gefördert. Patienten werden verstärkt ambulant behandelt, für viele sinnvoll. Doch die Versorgung von Problemfällen wird schwer. Vor allem Patienten mit schizophrenen Psychosen landen schnell in der Forensik, weil normale Stationen mit ihrer Betreuung überfordert sind. Sie kommen häufig erst dann in die Psychiatrie, wenn sie sehr auffällig werden, wenn sie vielleicht andere angegriffen haben oder für sich selbst gefährlich wurden. Das heißt, in absoluten Krisensituationen ihrer Erkrankung. Und die kommen schneller von der Allgemeinpsychiatrie in die forensische heute? Zum Beispiel, da gibt es eine sogenannte Forensifizierung. Ich glaube, das ist so ein Schlagwort, was wir auch immer wieder gebrauchen. Und dafür spricht, dass jedes vierte psychiatrische Bett mittlerweile in der Forensik steht. Denn hier ist Langzeitbetreuung noch möglich. Doch die zieht sich oft länger als nötig. Zum einen, weil für eine medikamentöse Behandlung gegen den Willen des Patienten nun ein Richterbeschluss vorgeschrieben ist. Das kann die Therapie verzögern. Zum anderen müssen für Entlassungen mittlerweile zwei Gutachter den Patienten beurteilen. So kommen immer neue Patienten hinzu, ohne dass in gleicher Zahl entlassen wird. Sicherheit über alles? Auf der einen Seite das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung, das ich auch berechtigt finde. Ich bin selbst Teil der Bevölkerung und Mutter und habe Kinder, von denen ich mir wünsche, dass sie abends sicher nach Hause gelangen und keine Angst zu haben müssen. Und auf der anderen Seite denken wir, dass Menschen sich verändern können und auch wollen, dass sie nicht an Krankheitssymptomen leiden wollen, sondern dass sie sich auch Ansätze wünschen, mit ihrer Erkrankung so umzugehen, dass sie selber glücklicher leben und für andere nicht mehr gefährlich sind. Neben dem Sicherheitstrakt gibt es noch eine andere Welt der forensischen Psychiatrie in Wiesloch. In der alten Klinik sind die offeneren Stationen untergebracht. Patienten mit guten Prognosen werden hier auf die Freiheit vorbereitet. Sie lernen wieder, für sich selbst zu sorgen. Eigentlich Schweinefleisch. Genau. Müssen wir drauf achten. Frische schmeckt besser. Mhm. Da kann man sich in der forensischen Ambulanz melden sich regelmäßig die Patienten, die schon entlassen sind, in einer Wohngruppe leben, oft auch arbeiten. Auch dank der heute intensiven Nachsorge nimmt die Rückfallwahrscheinlichkeit bei Maßregelpatienten ab. Vorurteile gibt es draußen dennoch zuhauf. Menschen, die bei uns sind, die sind ja doppelt stigmatisiert. Ne? Die sind stigmatisiert einmal dadurch, dass sie eben eine seelische Erkrankung haben und sie haben dazu noch eine Straftat begangen und haben es dann tatsächlich doppelt schwer, wieder Fuß zu fassen draußen in der Gesellschaft. Psychisch kranke Straftäter sind heute nicht gefährlicher geworden. Die Bevölkerung zu schützen ist wichtig. Doch Patienten wieder eine Perspektive zu geben, das ist der zweite Auftrag der forensischen Psychiatrie. Und das funktioniert nur, wenn die Gesellschaft auch dieses Ziel unterstützt.
Diese Chance zu gewähren fällt leichter, wenn man noch folgende Fakten kennt. Die Rückfallquote von Ex-Patienten im Maßregelvollzug ist nur halb so hoch wie die von normalen Straftätern. Also Therapie ist sinnvoll. Leider schüren vor allem wir Medien gerne ein anderes Bild und provozieren oft Vorurteile gegenüber psychisch Kranken. Natürlich haben diese Menschen eine Straftat begangen und anderen Menschen häufig schweren Schaden zugefügt. Und deshalb liegt es uns auch fern, die Opfer aus den Augen zu verlieren. Und jetzt zurück zu unserer Reportage und dem Fall von Ilona Haselbauer. Sie war wegen einem Konflikt mit einer Nachbarin psychiatrisch begutachtet und anschließend eingewiesen worden. Wahnhafte Züge hatte ein Gutachter bei der mittlerweile 60-jährigen Ilona Haselbauer diagnostiziert. Wie er darauf kam, das ist nicht nur ihr bis heute ein Rätsel. Auf dem Weg zu der forensischen Klinik, in der sie wegen angeblicher Attacken mit einem Einkaufswagen eingesperrt war, die Isar-Amper-Klinik Taufkirchen. Ich habe jetzt versucht, das zu verdrängen, aber wenn ich jetzt da davor stehe. Ich konnte mich auch mit nichts beschäftigen. Ja. Und vor allem habe ich das so erniedrigend empfunden, dass man mir das Essen wie ein Hund auf den Boden gestellt hat, wie wenn man einen Hund einen Fressnapf hinstellt. Ja, alle haben gesagt, halt dich ruhig, verhalte dich ruhig. Du bist in 4 Monaten wieder frei. Und dann sind 7 Jahre draus. Und ich war so naiv, ja. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, naja, da gehe ich da rein. Was kann denn mir schon passieren? Ich bin doch normal und kommt sowas raus. Irgendwann erfährt die Öffentlichkeit von ihrem Fall. Unter strengen Auflagen kommt Ilona Haselbauer raus. Nun will sie ein Berufungsverfahren. Bezirksklinik Mainkofen nahe Passau. Ilona Haselbauers Heimatstadt. Besuch bei Chefarzt Hans Simmerl, dem Gutachter, der im Fall Mollat die Wende brachte. So, geht mal. Beim Ursprungsgutachten hat dieser Dr. Lonkion behauptet, ich hätte diese angebliche Tat in Wahn begangen, also diesen Stoß mit dem Einkaufswagen in den Rücken. Und dann hat er wahrscheinlich damit argumentiert, dass das sozusagen mit diesem Einkaufswagen erst der Anfang war und dass jetzt noch viel schlimmere Übergriffe drohen sozusagen. Mhm. Also das wäre schon, also auch lege artis, ein Grund für einen 63er, wenn jemand zwar zunächst mal nur eine leichte Straftat begangen hat, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit für so gefährlich gehalten wird, dass er also beim nächsten Mal dann sozusagen eine schwere Straftat begeht. Oder? Weil da wird es doch sehr kritisch, oder? Das ist sehr kritisch. Das ist erstens mal zum gewissen Teil der Spekulation, weil man nie genau weiß, was jemand für Taten begehen wird. Ja. Und es ist eine sehr kritische Frage. Ja. Ja, da steht was von Verschwörung, also dass sie eine Verschwörung gegen sich vermutet haben. Das wäre jetzt schon etwas, was man als wahnhaft ja, wenn es das gäbe, ja, wenn ich das je geäußert hätte. Mhm. Wenn die Frau Haselbauer zu mir gesagt hätte, diese Hausmeisterin oder was das war, die hat mir ununterbrochen nachgestellt, die hat mich ununterbrochen überwacht, die hat, was weiß ich, Abhörgeräte in meine Wohnung eingebaut oder die verwandt, damit sie mich ununterbrochen hören kann oder die steht in Verbindung mit irgendwelchen anderen Kräften oder mit einer Verschwörung, die also etwas gegen mich unternehmen wollen und mich fertig machen wollen und so, dann hätte ich mir schon eher gesagt, naja, da ist vielleicht ein Verfolgungswahn dahinter. Aber das, was Sie gesagt haben, ist ja eigentlich etwas, wo ich sagen würde, das ist eine Streiterei, die es nicht so selten gibt. Ja, also das ist dann diagnostiziert worden als querulatorische Persönlichkeitsstörung. Was ja aber mit einem Wahn eigentlich nichts zu tun hat. Überhaupt nicht. Eine der Hauptparallelen meines Erachtens, dass sowohl der Herr Mollat wie die Frau Haselbauer glaube ich, beide sehr unbequeme Menschen einfach sind, die in einem starren System wie der Forensik fast zwangsläufig zu erheblichen, dass es zu erheblichen Konflikten kommt. Das ist ja
fast systembedingt. Die Verfasserin dieses Gutachtens möchte zu diesen Kritikpunkten nichts sagen. München, FDP-Zentrale. Die ehemalige Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat noch in den letzten Monaten ihrer Amtszeit gemeinsam mit dem Ex-Polizisten Horst Glanzer eine Gutachterreform auf den Weg gebracht. Heiko Maas, ihr Nachfolger, hat nun endlich einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgestellt. Grund zur Hoffnung für die Betroffenen? Es muss was passieren. Es ist gut, dass jetzt hier eine Grundlage da ist. Aber ich denke, man sollte wirklich das rausholen, was rauszuholen geht, im Interesse aller Beteiligten. Einer ihrer wichtigsten Vorschläge war, dass Täter mit Bagatelldelikten nicht mehr eingewiesen werden können. Vordergründig wurde das berücksichtigt. Aber wenn Gutachter prognostizieren, dass jemand in Zukunft gefährlich werden könnte, reicht das noch immer für eine Unterbringung. Wo will man die Umstände hernehmen, dass er das dann aber künftig tut? Was soll das sein? Ich glaube, dass diese Ausnahmeregelung von dem richtigen Grundsatz vielleicht doch ein Einfallstor werden könnte, alles am Ende beim Alten zu belassen. Das Justizministerium hat ein Interview diesbezüglich abgelehnt. Interessant wäre auch gewesen zu erfahren, warum ein externer Gutachter erstmals erst nach 3 Jahren hinzugezogen wird. Immerhin könnte er eine mögliche Fehlunterbringung in einer Klinik aufdecken. Ich denke, dass da gerade mit Blick auf vielleicht eine ungerechtfertigte Entscheidung oder zu weitgehende, zu harte Entscheidung der Einweisung früher eine Korrektur erfolgen sollte. Nach meiner Vorstellung sollte das mindestens 1 Jahr sein. Ich hatte sogar mal früher im Ministerium einen kürzeren Zeitraum noch überlegt. Aber ich denke, auf alle Fälle kürzer als 3 Jahre. Wir können noch so viel ins Gesetz hineinschreiben. Wenn am Ende nicht Gutachter sehr objektiv an die Bewertung einer Persönlichkeit herangehen und sehr sorgfältig, gerade im Hinblick auf die Gefährdungsprognose und das mögliche Gefährdungspotenzial, dann vorgehen, dann nützt das ganze Gesetz nichts. Das ist der entscheidende Punkt. Viele Gutachter müssten zukünftig ihre bisherige Haltung ändern. Skepsis ist angebracht. Zurück in der Schweiz. Der Fall von Eberhard Herrmann, dem Teppichhändler, der vor 20 Jahren wegen eines Gutachtens ins Ausland geflohen ist, zeigt, Gutachter halten nicht selten an ihren Prinzipien fest, komme was wolle. Eberhard Herrmanns Gutachter sagt weiterhin, seine Diagnose, Herrmann sei geisteskrank, sei richtig gewesen. Das hätten zudem 2 andere Gutachter bestätigt. Eberhard Herrmann hat zahlreiche Gegengutachten erstellen lassen, hat Hunderttausende von Euro investiert, hat in vielen Punkten Recht bekommen, aber trotzdem kein Schadensersatz. Wie ich angefangen habe, habe ich natürlich gedacht, ich bekomme das Geld. Aber wenn man vom Gericht kommt, wenn man vom Rathaus kommt, ist man klüger. Und wenn ein Gericht einfach nicht will und der Rechtsweg ist erschöpft, da muss man ja dann aufpassen, dass man nicht plötzlich zum Querulanten abgestempelt wird. Ich bin über 70. Ich könnte rechnen, dass ich mit der Münchner Justiz noch mal 10 Jahre zu tun habe. Und da sage ich lieber nein. Das Gutachten über Herrmann war 2 Seiten lang. Vielleicht in 20 Minuten diktiert. Eberhard Herrmann hat es die letzten 20 Jahre beschäftigt. Jeden Tag. Unverhältnismäßigkeiten wie diese hat inzwischen auch die Bundesregierung erkannt und die Reform des § 63 Strafgesetzbuch verabschiedet. Aber längst nicht allen gehen die Änderungen weit genug. Kritiker befürchten, dass sie sich kaum auf die Praxis auswirken werden. So viel von uns für heute. Wie immer finden Sie Infos zu Odysseu auf unserer Homepage, odysseu.de, und natürlich auch auf Facebook. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit Lars Reichow und Kunst. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächste Woche wieder. Machen Sie es gut. Tschüss. Dann mit diesem Thema.